Ja, es ist wirklich sehr unvorteilhaft, Digga, wenn es solche Videos über einen gibt. Ich finde es erstaunlich krass, wie gut es funktioniert. Also offensichtlich haben so Leute ja wirklich viele Viewer. Das ist der dümmste Trend im gesamten Internet. Komplett in Caps geschrieben. Macht das einfach immer. Mit diesem Thumbnail. Ich glaube, jeder dieses Thumbnail kennt, also das erkennt, weiß, um welchen Trend es geht. Und wer es nicht weiß, der muss sich jetzt ganz doll anschnallen, weil das ist ein abgefahrener Trend. Stell dir vor, du hast keinerlei Charakter, du hast nahezu gar kein Talent und bist zusätzlich vermutlich noch ziemlich ungebildet. Nein, ich rede nicht von mir, auch wenn das ebenfalls hinkommt. In diesem Video geht es um den hobbylosesten Trend, den ich bisher... Entschuldigung, das Wort hobbylos möchte ich bitte nur in einem Kontext hören. Und das ist natürlich klar, in welchem Kontext so. Ansonsten möchte ich das hier nicht missbraucht hören. Das halte ich für eine Form von Blasphemie, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sehen durfte. Und einige Streamer werden gerade aufgrund dieser extremen Hobbylosigkeit ziemlich... Wie heißt das? Gibt es nicht so ein Vergehen, so, dass man, wenn man den König beleidigt hat, ist das nicht auch ein Vergehen? Wow! So, wenn man was gegen den König gesagt hat, dass das dann... Wie heißt das? Das ist das. Amtsanmaßung? Wow. Nee, fühlt sich noch nicht richtig an. Majestätsbeleidigung! Wow. Das ist das Richtige! Das ist Majestätsbeleidigung. Ja. Vor die Stadttore mit Alpha Kevin. Schreiig. Die Rede ist hierbei vom NPC-Trend, der derzeit auf TikTok viral geht. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Okay. Money gun, I got your name. Wow, a lot of gift for you. Yes, yes, yes. Versteht ihr alle den Trend? Hee-ha, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me ride it, huh? Hee-ha, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me ride it, huh? Klar nenn ich dich dann Hurensohn. Spaß beiseite. Okay, der Trend ist, dass sich Personen wie ein NPC verhalten und sozusagen sich so ein bisschen auch bewegen, wie so ein Charakter in einem Game mit so einer Idle-Animation, ne, so ein bisschen wackeln, so wie es so die Charakter immer in so einem Game machen. Und wenn du dann eine bestimmte Spende gibst, zum Beispiel den Hut oder so, wo der Cowboy-Hut kommt, dann wird halt eine bestimmte Line abgespielt, die sie immer genau gleich sagt. So. Sie sagt immer exakt dasselbe, wenn bestimmte Sachen passieren. Also wenn du Sache X spendest, dann sagt sie genau im selben Tonfall eine Sache. Und meistens auch in so einem Tonfall, wie es nur eine Maschine sagen würde und nicht, wie es ein Mensch sagen würde. Das ist der Trend. That's all. Das ist ein neuer Trend auf TikTok und ich falle wirklich vom Glauben ab, wenn ich sehe, wie viele 5 IQ-Leute bei diesen Streams zusehen. Doch was steckt jetzt eigentlich hinter diesem NPC-Trend und weshalb ist er so erfolgreich? Ganz ehrlich, als normal denkende Person kann man das fast nicht erklären und nachvollziehen, weil das halt so extrem dumm ist, aber ich versuche es einfach mal zu erklären. Beim NPC-Trend streamen irgendwelche Streamer meist auf TikTok, die halt wirklich einen NPC-Charakter spielen. Also einen sogenannten Nicht-Spiele-Charakter. Das sind so Spielfiguren, die so am Rande von Videogames auftauchen und halt oftmals komische Dinge tun. Also entweder... Also sind sozusagen die Charakter, die du nicht selbst spielst im Spiel, sondern die sich halt verhalten sollen wie ein eigener, selbstständiger Mensch. Oder bewegen sie sich... Oder was auch immer für ein... Die Bots oder sie reden halt immer wieder das Gleiche. Und ob man sich's vorstellen mag oder nicht, aber genau das tun die Streamer ebenso. Sie verhalten sich wirklich wie die größten Bots. Und wenn jetzt bei Artikel 3... Ja, man kennt das ja, ne, dass man irgendwie einen NPC in einem Game sozusagen anspricht und dann sagt er eine Line und wenn du den wieder ansprichst, eine Sekunde später, sagt er exakt dieselbe Line in der exakt gleichen Art nochmal. Ne, ihr wisst genau, was ich meine. Jetzt, wenn irgendwie gesagt wurde, wir sind keine Bots, können die sich nicht dazu zählen, weil das sind wirklich Bots. Die bewegen sich immer gleich, wiederholen das, was sie schon 10.000 Mal davor gesagt haben und das geht mir wirklich enorm auf die Eier. Yes, yes, yes. Go crazy, go crazy. Ooh, 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 ooh. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Halt bitte einfach dein Maul. Ey, das ist ja wirklich nicht normal. Das ist, by the way, Pinky Doll, die diesen Trend erst so richtig gepusht hat. Sie hat bei ihren Streams, wo sie genau das macht, knapp... Boah. Seht ihr das, wie viel Viewer sie hat? Digga, sie hat mehr Viewer als ich. Ey, ganz kurze Durchsage. Ich suche 2 Hilfskräfte hier für mein Office in Aachen. Also wenn ihr über 18 seid
und aus Aachen kommt, dann checkt mal unten in der Videobeschreibung die Links aus. Da sind mehr Infos, worum es da geht und wie viele Stunden und so. Meldet euch, ich hab Bock. 30.000 Zuschauer und sie bekommt dort permanent Spenden. Also es vergeht nahezu keine Sekunde, wo sie nicht irgendeine Spende bekommt. Doch wie es... Ja, einfach dreimal so viel Viewer wie ich, ne? So und weshalb spenden die Leute bei so einem unglaublichen Müll, den man dort sieht? Ganz einfach, ich glaube, es geht hierbei mehr oder weniger um Kontrolle. Bei diesen Streams spielen ja diese Streamer irgendwelche NPC-Charaktere und dementsprechend möchten auch die Zuschauer die Kontrolle über diese Charaktere bekommen. Also, wenn die Zuschauer spenden, dann bewegen sich die Streamer beispielsweise ein bisschen anders, kommunizieren auch mit den Spendern und sagen auch mal was anderes als yes, 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 yes. Warte mal, wie viel macht sie pro Stream? Wie viel tausend? Was hat er gesagt? Wie viel tausend macht sie pro Stream? Drei bis vier K. Und dann macht sie jeden Tag einen Stream? Ist das einfach so jeden Tag ein? Weil wenn sie 3000 jeden Tag macht, also wenn sie jeden Tag einen Stream macht und ne, sie arbeitet einfach so jeden Tag für ein paar Stunden, macht dann jeden Tag einen Stream, macht jeden Tag 3000. Also sagen wir, also bei 3000 wäre es halt im Monat 90.000, ne? Das ist not bad. Das ist viel Geld. Das ist so ein doppeltes Jahresgehalt im Monat. Das ist viel Geld. Das nicht nachvollziehbare sind aber... Die pisse ich, ja, Chat. War mir klar, dass ihr das pisst. Hä, wer sagt denn 9000k? 9000k? Nein? 90.000k sind 9 Millionen. 90k im Monat, war, also ja, sind wir uns einig. Aber hierbei wirklich die Spender. Ich meine, wie viel Langeweile? Hey, 200k pro Monat? Wieso sagt ihr 200k pro Monat? Wenn sie 3000 jeden Tag macht. Mal 30 sind doch 90. Hä? Muss man bitte haben, um sich in solch einen Stream reinzusetzen und permanent immer wieder das Gleiche zu hören. Ich meine, das muss doch auf Dauer Kopfschmerzen bereiten. Sie macht 10k, hat sie gesagt. Ja, okay, wenn sie mehr pro Stream macht, dann ist es mehr als 90. Keine Ahnung. Der Monat hat 70 Tage. Ja, okay, wenn der Monat 70 Tage hat, dann macht sie irgendwas zwischen 90 und 200k. Wir sind uns einig, zwischen 100 und 200k macht sie jeden Monat. Okay, das ist viel. Ich habe mir ja auch für das Video diesen ganzen Spaß. Auf jeden Fall ist sie im siebenstelligen Bereich, so, ne? Mit dem Umsatz. Das ist noch nicht Gewinn, aber es ist der Umsatz. Du warst reingezogen und ich muss ganz ehrlich sagen, da bekommst du wirklich Kopfschmerzen. Das ist ganz, ganz schrecklich. Also aus Zuschauersicht kann ich jetzt schon nicht nachvollziehen, wie man das unterstützen kann, noch mit finanziellen Mitteln. Aber halt auch aus Streamersicht. Ich meine, schaut euch doch mal an, wie das aussieht, wenn man solche Streams macht. Thank you for the roses. Gang gang, gang gang, gang gang. Gang gang, welcome. Und als was arbeitet deine Mama? Gang gang, gang gang, gang gang, gang gang. Furchtbar. Aber Leute, das waren ja nur zwei, die ich bisher gezeigt habe. Durch den Hype, der daraus entstanden ist, ist das momentan wirklich explodiert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viele Streamer es gibt. Hunderte. Ja, immer wenn eine Sache gut funktioniert, dann zieht das Leute nach sich, die dasselbe machen. Ich meine, aber das ist ja auch nichts Neues. Wenn nicht sogar tausende Streamer machen derzeit genau die... Also wenn Minecraft funktioniert, dann spielen viele Leute Minecraft in Streams. Wenn Fortnite funktioniert, spielen viele Leute Fortnite in Streams. Wenn GTA Roleplay funktioniert, spielen viele Leute... Also das ist ja nicht nur bei diesem Trend. Diesen Scheiß. Und da entstehen Dinge, bei welchen sich der normale Mensch einfach nur denkt, so hängen geblieben kann wirklich keiner sein. Thank you for the likes. Oh my, roses for me? What is that? Oh well, must have been nothing. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Digga, die ist... Digga, ich fänd's nicht interessant. Also nach 2 Minuten gucken, glaube ich, würde ich das wegschalten. Also da gucke ich mir lieber Livestreams an von irgendeinem Wasserloch in der Wüste. So. Und das war jetzt keine Übertreibung. Ist einfach ein Fernseher, ich komme nicht drauf klar. Der Fernseher hat 20.000 Zuschauer. Was? Die hatte 20.000 Zuschauer? Die hatte 20.000 Zuschauer? Oh mein Gott. Thank you for the gift.
Digga, die ist einfach ein Fernseher. Ich komme nicht drauf klar. Und habt ihr euch mal angeschaut, wie viele Leute da zusehen? Richtig, fast 20.000 Menschen, die dabei zusehen, wie eine Frau einen Fernseher spielt. Und wenn... Die OGs kennen das Wasserloch, ja. Es gibt actually auf YouTube einen Livestream. Ich glaube, einen 24/7 Livestream von einem Wasserloch in Namibia, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und den habe ich actually schon nachts lange geguckt, weil das so spannend ist. Ne, das ist dann mit so einer Nacht-Vision-Cam und dann guckst du so und das Wasserloch ist einfach so, da ist so ein bisschen Wasser so. Da ist halt so Erde drumherum, ist nichts und ein bisschen Wasser. That's it. Und plötzlich kommt da so ein kleiner Vogel an und denkst so, boah, krass. Und dann kommt irgendwie auch noch so ein anderes Tier an. So und ist da so ein bisschen. Dann kommen so große Tiere an so und du denkst so, wie krass ist das denn, Digga? Da kommen einfach so Gazellen dann an plötzlich. Und dann gehen die wieder. Und plötzlich ist wieder niemand da. Das ist wirklich geil. Wenn sie Spenden bekommt, dreht sie sich. Also solche Sachen feiere ich. Oder so, kennt ihr diese langen Videos, wo einfach so Leute durch einen Wald laufen bei Regen oder durch so Tokio Straßen bei Regen, weißt du, wo so ganz viele so Neonlichter sind und so es regnet und dann laufen die einfach lang. Digga. Und zeigt ihren Arsch, einfach um eine kleine Belohnung zu geben. Es ist wirklich insane, mit was für einer Scheiße man heutzutage einfach Geld verdienen kann. Und das nicht nur wenig, sondern ziemlich viel Geld. Diese Pinky Doll meinte übrigens in einem Interview, dass sie mit einem Stream um die $3,000 verdiene. Einfach nur dafür, dass man sich permanent wiederholt, sich wie ein Bot verhält und eine charakterlose Person spielt. Man merkt halt wirklich so krass den Unterschied zwischen TikTok-Streams und Twitch-Streams. Auf der einen Plattform bekommt der Trend Spenden und dadurch wird es finanziert. Und auf der anderen Plattform bekommt man Spenden aufgrund des Charakters. Okay. Ich bin auch kein Fan von den NPC-Streams. Ich würde mir das auch jetzt nicht viel angucken. Ich finde aber den Take gar nicht so strong, gerade von Kevin. So, ich mag die Videos von Kevin total gerne. So, Alpha Kevin gucken wir oft, mag ich sehr. Aber ich finde, er ist hier gerade ein bisschen zu so einfach so abwerten, so als wäre das sozusagen so easy und als wäre das so, ja, das ist ja nichts und die Leute spenden da halt für irgendwie einen Quatsch, aber bei uns ist das was ganz anderes. So, ich meine, genau das Gleiche könnte man ja auch über ihn sagen oder über mich. Ne? Also man könnte auch von außen auf uns beide gucken und sagen, ja, die gucken sich im Stream einfach Videos von anderen an. So, wie lächerlich ist das denn so, ne? Die machen nichts Eigenes, sondern gucken nur andere Sachen und reagieren darauf. Da muss der nicht mal was selber auf die Beine stellen. Das heißt, man wird bezahlt, man kriegt Subs nicht für eigenen Content, sondern für fremden Content. Genauso, das könnte man ja auch sagen. Also man kann immer das andere finden und da einen Grund für finden. So, und ich meine, letztlich bei Unterhaltung ist es halt so, es tut keinem weh in dem Fall. Und wenn es Leute unterhaltsam finden und feiern, dann ist es als anderer Unterhalter, ganz dünnes Eis dagegen, was zu sagen. TikTok ist halt wirklich am Arsch. Und wer wirklich bei solchen Streams noch Geld spendet oder dort seine Zeit verschwendet, der hat halt wirklich einfach sein Leben durchgespielt. Doch um noch mehr Spenden zu bekommen... Ich meine, du kannst über alles sowas ähnlich sagen. Ne? Du kannst sagen, ey, es gibt Leute, die seit weiß nicht, 7 Jahren Minecraft-Videos machen. Und natürlich kannst du auch da sagen, wie albern ist das denn? Ne? Wenn erwachsene Leute irgendwie einen Minecraft-Spiel nach 7 Jahren immer noch spielen und jeden Tag ein Video hochladen oder so, wie albern ist das denn? Kann man sagen, ja. Aber wenn es Leute unterhält, wenn es Leute cool finden, was ist dann los? Ist doch nicht schlimm. So. Reicht es nicht, sich einfach nur vor der Kamera so zu verhalten? Nein, es muss selbstverständlich noch weitergegangen werden, vor allem in die sexuelle Richtung. Denn je sexueller der Content, umso mehr sind die Leute bereit, auch Geld zu spenden, weil irgendwelche notgeilen Männer einfach schwerwiegende Probleme haben. Thank you for the glizzy. Warte, ist das der Move, den sie für den Hotdog macht? Ach, deswegen kriegt sie so viele Hotdogs gespendet, weil sie da den Move macht. Okay, ich verstehe. Thank you for the glizzy. 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 Thank you for the hand hearts. I love you. Thank you for the roses. Smells so good. Excuse me, what the fuck? Es ist wirklich nur noch geisteskrank, wie Kaiser das jetzt sagt. Okay, das ist nicht mein Ding, ne? Also... Weiß ich nicht. Sagen würde. Aber hier geht es ja auch noch weiter, denn sie ist ja nicht die Einzige, die das macht. Und Triggerwarnung, stellt euch jetzt bitte auf das Schlimmste ein. Glizzy, yum, yummy, yes, yeah, glizzy.
Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach komplett räudig und dämlich zugleich. Ey, man sollte sich halt immer vor Augen halten, was man ins Internet stellt, das bleibt im Internet, ne? Also, dieses Video wird man über sie ja auch noch in 5 Jahren kennen. Bitte denkt immer darüber nach, bevor ihr irgendeinen Trend mitmacht und irgendwie einen Livestream mitmacht. Denkt einfach darüber nach, wollt ihr, dass das in 5 Jahren noch im Internet bitte ist? Oft das Schlimmste ein. Will man das? Nee, ich will das nicht. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach komplett räudig und dämlich zugleich. Ich kann das nicht mal verarbeiten. Wieso in aller Welt hat das bitte Erfolg? Das zeigt, dass man hier wirklich keinerlei Talent braucht, um auch nur ansatzweise auf dieser Plattform erfolgreich zu werden. Naja, aber kurzfristig kannst du auf jeder Plattform mit sozusagen der Effekthascherei kurz mal die Aufmerksamkeit bekommen, aber langfristig wird sie ja nicht damit Erfolg haben. Das sind hierbei keine Skills oder sonst irgendwas, das ist einfach nur sackdämlich und ich weiß halt auch nicht mehr weiter. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, die Größten verdienen teilweise $3,000 pro Stream. Die etwas kleineren machen damit aber auch ein richtig, richtig gutes Geschäft. So hat Chen ebenfalls einen Streamer auf TikTok mit durchschnittlich 2000 Zuschauern in binnen 4 Stunden ganze $650 verdient. Ich kann aber nur raten, wenn ihr nicht öffentlich bloß Mit 2000 Zuschauern in 4 Stunden $650, schon viel, ne? ...ausgestellt werden wollt und in Zukunft noch ernst genommen. Ich glaube, auf TikTok ist es leichter, 2000 Viewer zu bekommen, als auf Twitch. Also ist so mein Eindruck, weil man, wenn man live ist, ja auch viel mehr Leuten so vorgeschlagen wird, die sozusagen das live durchswipen. ...genommen werden wollt, dann macht lieber nicht solche Streams. Glaubt mir, man kann solche Streams dauerhaft dafür nehmen, um jemand runterzumachen, weil das halt wirklich maximal dämlich ist. Also hier wird ja nicht nur der Körper... Ja, es ist wirklich sehr unvorteilhaft, Digga, wenn es solche Videos überhaupt verkauft, sondern auch wirklich die 5 IQ, die man hat. Aber keine Sorge, das hier ist auch nicht nur ein Frauending, nur weil ich gerade Frauen eingeblendet habe. Genauso machen das auch Männer, um damit Geld zu verdienen. Miau! That's a huge glizzy! Thank you for the corgi. We'll put it with the rest. Thank you for the pour the perfume. Das Ding ist, also die Leute, ich glaube vor allen Dingen die Leute, die wir jetzt, die letzten 4 Leute, die wir gesehen haben, 5 Leuten, die machen das natürlich, ne, die lachen dabei selber, die sind so ein bisschen, ja, fast schon am Trollen. Obwohl ist es Trollen, wenn du eigentlich das primär machst, weil du willst, dass es funktioniert. Weiß nicht, ob das dann überhaupt noch Trollen ist. Aber die nehmen es natürlich selber nicht ernst. Also niemand von denen nimmt es selber ernst, so, ne? Die machen das alle, weil es funktioniert. Trotzdem würde ich mir halt überlegen, will ich diese Videos im Netz haben? Groovy Notes! Groovy Notes! Groovy Notes! Groovy Notes! Fortnite AI here. Ooh, Rose! Ow! That hurt. That's prickly. Popping a mini. Popping a mini. Popping a mini. Cat claws! Rawr! 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 Ooh, woo! Imagine, das ist dein Dad und die Leute in deiner Klasse, in deiner Schule finden das raus. Oh, dann hast du eine schwere Zeit, glaube ich. Ich glaube, das tut nicht gut. Chili Pepper! Spicy! Spicy Run! Ich glaube, das dauert 2 Jahre, bis es wieder abebbt. Das ist ja ekelhaft. Imagine, ihr seht euren Vater in Compilations, wie ihr diesen macht. Digga, heute schon 3-mal passiert, dass ich was gesagt habe, eben bei Sascha auch, ne? Gedanken. Rawr! Rawr! Wo da Dad-Vibes zu kriegen, ist nicht schwer. Rawr! Ich kann und will das auch nicht mehr. Wirklich, also da fehlt mir ja alles. Wirklich, dieser Trend ist gottlos dämlich und es gibt eindeutig zu viele Streamer, die derzeit auf diesen Hype aufspringen. Zum Glück bin ich aber nicht weiter auf TikTok. Es reicht schon, dass ich dieses Video hier gedreht habe, aber... Ja, also man sollte sich halt immer vor Augen halten, dass nicht nur es eine Auswirkung auf einen selbst hat, wenn man solche Videos ins Internet stellt, sondern vielleicht auch eine Auswirkung auf dein Umfeld hat, ne? Also wenn du sozusagen Kinder hast und du machst sowas und es kommt in der Schule, gehen dann diese Videos rum und... Klar, ist ein Livestream, das ist wieder offline, aber das können ja Leute auch vom Bildschirm aufnehmen, so wie da in dem Fall so. Ha, da sollte man schon drüber nachdenken. So.
mein Beileid an jeden, der dort ernsthaft. Also, vielleicht hat er auch gar kein Kind, die Person, die wir gerade gesehen haben. Ne? Das ist jetzt kein Front an diesen Mann gewesen, sondern es war eine generelle Aussage. Geld spendet, um die Kontrolle über irgendwelche Streamer zu erlangen. Ey, wirklich, ihr seid verlorene Seelen. Oder vor allem, um irgendwelche sexuellen Anspielungen zu bekommen. Yummy, hot dog. It's so big. Yummy, hot dog. It's so big. Yummy, hot dog. It's so big. No, don't throw the football at me. I can't catch it. Yummy lollipop. Hot dog. It's so big. Corn. Spicy. Thunderbolts are scary. Das tut mir wirklich an. Das Ding ist, ich find's erstaunlich krass, wie gut es funktioniert. Also offensichtlich haben so Leute ja wirklich viele Viewer. Ne? In dem Fall jetzt nur 1000, aber 1000 sind immer noch viel für einen Livestream. So, ne? Und die davor, die wir gesehen haben, der Fernseher hatte 20.000. Die andere, die Pinky Doll, wie sie hieß, hatte, wie hieß sie, Baby Doll, Pinky Doll, hatte 30.000. Mir erstmal meine Ohren mit Salzsäure aus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr davon mitbekommen habt und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vor allem, ganz checkt meinen zweiten Kanal InKev ab. Dort kommen jeden Tag 2 Videos aber online. Würde mich riesig freuen. Und damit wünsche ich... Schenken als Wänkchen. Oh, jetzt habe ich gedisliked. Entschuldigung. Like. So, gutes Video von Alpha Kevin. Ich fand es zwischenzeitlich ein bisschen zu abwehrend, zu fronty. Weil, wie gesagt, ich finde, man kann genauso... Livestreams auf Twitch, was die meisten Leute machen, oder die Videos auf YouTube oder auch auf TikTok oder auch auf Instagram. Du kannst bei allem irgendwie sagen, ja, das ist doch Billo-Shit, ne? Also in Stories einfach zu teilen, dass man gerade irgendwie Zahnschmerzen hat, ist ja auch Billo-Shit, könnte man sagen. Oder auf YouTube ganz viele Sachen könnte man auch Billo-Shit sagen. Bei TikTok irgendeinen Sound zu nehmen und zu lip-singen ist doch Billo-Shit. Also du kannst bei allem sagen, es ist doch Billo-Shit, das ist doch stupid. Warum gucken das Leute? Das braucht ja nichts, etc., etc. Deswegen, ich finde den Aspekt eigentlich viel stronger in dem Video, dass man aufpassen sollte, was man ins Internet stellt. Weil je nachdem, wie sexual das ist und je nachdem, wie lächerlich man sich dabei vielleicht macht, ja, sollte man da ein Bewusstsein für haben. Aber ey, wenn ihr mit Geld verdienen und die wollen das machen und Leute feiern das und gucken das gerne, then go for it. Mein Ding ist es nicht.